Mein Name ist Michaela und ich habe die wunderbare Aufgabe, mit den Allerkleinsten Musik zu machen und die elementare Musikpädagogik zu vermitteln. Das Besondere an meinen elementaren Musikstunden ist, dass die Kinder ganzheitlich gefördert werden und auf vielschichtiger Weise sich entwickeln können. Wer kann sie fangen, die Natürlich wird hauptsächlich in der Eltern-Kind-Gruppe gesungen. Wir machen Rhythmen und Rhythmen sind sehr häufig mit Reaktionsspielen verbunden. Da kommt dann auch die Grobmotorik und die Koordinationsfähigkeit mit ganz kleinen, einfachen Dingen, die für die Kleinen eben noch schwer sind, die kommen dort zum Tragen. Eine Gruppe ein optimales Lernfeld für Sozialkompetenzen. Das Teilen, das Weitergeben, das Miteinandersein, sich selbst wahrnehmen, die anderen beobachten, Freunde finden, miteinander lachen und tanzen und singen. All das tut gut. Nebenbei werden alle Sinne geschärft. Und das Bewusstsein und die Kreativität geschult. Auch die Stimmbildung erhält ihren Platz. Wie klingt denn meine Stimme? Höre ich im richtigen Moment auf? Oder platze ich plötzlich hinein in die Stille? Mal darf ich ganz laut singen und trommeln und stampfen und laufen. Dann sind wir wieder ganz still und halten inne, lauschen. Es ist also ein buntes Gefüge. Übrigens, liebe Eltern, mitmachen bringt's voll.